Ich habe natürlich einen riesen Respekt vor dieser Aufgabe und da liegt einiges vor mir. Aber ich bin bereit und ich freue mich auch sehr auf diese Aufgabe. Pünktlich wie angekündigt verkünden die Grünen heute ihre Personalie. Ich möchte in diesem Ministerium für Frauen, für Senioren, für Familien, für Jugend neue Impulse setzen, anpacken und das aus voller Überzeugung und mit all dem Einsatz, den ich bringen kann für die Familie in diesem Land. Die grüne Parteispitze überzeugt von ihrer neuen Ministerin. Sie hat eben auch einen Blick für die Situation vieler Menschen in diesem Land, von Alleinerziehenden, von Frauen, von Familien, von jungen Menschen und gerade auch von Seniorinnen und Senioren. Paus wurde in Rheine im Münsterland geboren, aufgewachsen ist sie in Emsbüren. Reaktionen vom Morgen aus ihrer Geburtsstadt. Ich habe das heute Morgen in der Zeitung gelesen oder vielmehr auf Instagram habe ich es, glaube ich, gelesen und sagt mir aber so auch nichts. Ich habe immer noch eine Unsicherheit, weil ich bei den Ministern im Moment total verunsichert bin mit dauerndem Wechsel, wie sie ihre Verantwortung trägt. Das zeigt sich, wenn sie im Amt ist. Die 53-jährige Finanzexpertin gehört wie ihre Vorgängerin dem linken Parteiflügel an. Im Deutschen Bundestag ist sie bereits seit 2009. Bei der vergangenen Wahl trat sie als Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin an und hat im Koalitionsausschuss das zentrale Thema Kindergrundsicherung mit verhandelt. Sie übernimmt das Amt von Anne Spiegel, die am Montag nach knapp 120 Tagen im Amt zurückgetreten war.